Holzmobil. Die ganze Welt spricht drüber, denn Wohnmobile komplett aus Holz zu bauen ist gar nicht so einfach. Ja, das ist, hat er gesagt, der alte, er ist ein Jahr alt, TGE darunter. Und ja, es ist wirklich komplett aus Holz. Eben ist die Aufbautür mal kurz zugeschlagen. Es gab ein sattes Klong. Ich nehme an, es ist auch wirklich ganz hervorragend verarbeitet. Und die Leute, die sowas kaufen, ja, die haben anschließend natürlich einen Hingucker, den man mit absolut nichts vergleichen kann. Ja, hier steht er auf Allrad. Hier ist einer der Chefs. Ich grüße dich herzlich. Dein Vorname? Hallo, Oliver. Servus. Hallo, Oliver. Ja, wir sind am Stand heute am Samstag. Und das ist schon wirklich so. Die Leute bleiben hier stehen und sind total fasziniert, oder? Ja, das stimmt so. Hier bildet sich eigentlich wirklich immer eine kleine Traube auf jeden Fall. Und die Leute haben sowas noch nie gesehen. Gab es ja in der Form auch vorher nicht und ist auch eine komplette, immer noch eine Weltneuheit, sage ich mal. Mhm. Ihr habt es gezeigt. Was war die Idee, die komplett aus Holz zu bauen? Ja, also ursprünglich hatten wir für uns selbst einen Wohnmobil gesucht. Wir sind schon lange auch selber als Camper unterwegs, aber wollten ein Wohnmobil holen und ja, allein schon die starken Gerüche, die man dort wahrnimmt, also ich kriege da sogar schon selbst einfach Kopfschmerzen davon. Wir haben dann gesagt, hey, lass uns doch mal selber so ein Wohnmobil bauen und eben Fokus auf ökologisch legen und auch auf gesund. Also wir verwenden auch nur giftfreie Stoffe im Fahrzeug, auch die Öle sind alle giftfrei und ja, so kamen wir eigentlich ursprünglich mal dazu. Also wir haben es eigentlich für uns selbst gebaut. Die Pflege vom Holz außen, ist das schwierig? Nee, die Pflege von dem Holz hier, wir haben bei dem Fahrzeug, ich werde dir nachher bei dem vorderen, werde ich dir zeigen, da ist es geölt. Hier haben wir eine 7-fach Beschichtung drauf. Und wenn du gerade mal da stehen bleibst, im oberen Bereich, da sieht man sogar noch so ein bisschen eine Verschmutzung. Da haben wir sogar noch das Salz vom Winter von letzten Jahres drauf gelassen. Okay. Also da passiert gar nichts. Da kann man drüber waschen, abspritzen und dann ist es wieder optimal. Die 7-fach Beschichtung hält top und auf unbestimmte Zeit und vorne bei der geölten Variante, da muss man einmal im Jahr sauber machen und früher frisch auftragen, aber hier jetzt bei der Beschichtung haben wir nichts zu tun. Jetzt mal eine Frage außen, das ist jetzt irgendwie furniert oder ist das irgendwie jetzt, wie ist das Holz jetzt, ich sag mal, da, denn ich weiß, das arbeitet ja. Ist das Schichtholz oder wie funktioniert das? Ja, also das ist ein volles Holz, aber 8 mm und dann eine sperrverleimte Schicht und dann kommt ein Holzfaserdämmstoff. Da haben wir eine Wabenstruktur, die auch statisch tatsächlich die Last aufnimmt. Stellenweise haben wir auch Metallverstrebungen, aber großteils eben Holzwabenstruktur und da befindet sich ein Holzfaserdämmstoff drin und innen haben wir dann wieder Holz. Ja, es gibt ja Farben, das weiß ich, ökologisch. Wir haben mal einen Film darüber gedreht, die wirklich Allergie-Leute überhaupt nicht belastet. Mhm. Ja, genau. Also wir haben auch VOC-freie Öle und wir gucken wirklich überall. Sogar die Klebstoffe, das sind echte Karosserieklebstoffe, aber sogar die sind möglichst schadstoffarm. Ja, das ist jetzt ein Schlechtwegefahrzeug. Das heißt, man kann hiermit auch schon mal freistehen. Ja. Aber ich muss das nochmal wirken lassen. Hier vorne ein Alkoven mit drin. Also es ist auf jeden Fall ein Allradfahrzeug. Wir haben hier jedes Fahrzeug, das wir haben, ist Allrad. Das ist die größere Gewichtsklasse, also 4,5 Tonnen und 5,5 Tonnen. Und vorne haben wir unseren 3,5 Tonner jetzt dieses Jahr mit dabei, aber auch dort mit Allrad. So, und das ist jetzt ein Grundriss für 4 Personen, nehme ich an, oder? Das ist ein Grundriss für 4 Personen. Das ist jetzt die Frontsitzgruppe. Wir haben auch noch eine Hecksitzgruppe. Da haben wir jetzt noch keinen mit dabei. Da geht das erste Kundenfahrzeug jetzt in den nächsten Wochen dann raus. Und aber das ist jetzt hier eben der große Frontsitzgruppe mit 4 Personen. Aber wir könnten auch 5 Personen draus machen. Ja, es ist auch schön gemacht hier vorne. Also wenn du siehst, das sind einige Herausforderungen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wir werden jetzt gleich beim anderen Fahrzeug sehen. Da haben wir den Frontbereich hier aus Holz. Hier haben wir jetzt eine Folie drauf. Das haben wir uns auch zum Patent angemeldet. Das ist eine diffusionsoffene, also der Aufbau ist diffusionsoffen. Wir haben hier eine Membran, die lässt nach außen kein Wasser durch, nach innen kein Wasser durch, aber nach außen können die Feuchtigkeitsgase austreten und so haben wir innen drin immer ein wunderschönes Raumklima und darunter haben wir noch eine Hagelschutzschicht, auch der ganze Regen ist isoliert, sage ich mal, und ja, so hat man da einfach ein super Raumklima drin. So, das Dach ist nicht aus Holz, oder? Das Dach ist halt bis auf diese Folie, sage ich mal, aus Holz. Super. Komm, wir gehen mal rein. Zunächst mal vielleicht hinten nochmal der Kofferraum. Da bin ich mal sehr gespannt, was ihr da
euch überlegt habe, denn auch hier. Da steht auch das Auto von meiner Tochter noch drin. Sehr süß. Ja, und hier haben wir eben eine Mastervolt-Stromanlage drin, die hat 5,5 kW. Solar haben wir oben drauf, also das ist ein riesengutes Ding. Das ermöglicht uns auch, da innen drin ein Induktionsherd zu betreiben. Es riecht hier drin ganz anders. Das heißt, es riecht wirklich vollkommen nach Holz. Mhm. Ganz, ganz ökologisch. Die Zielgruppe für die Fahrzeuge hier, sind das Menschen, die was ganz Cooles haben möchten? Nee, ich kann da kein Stereotyp rausarbeiten. Wir haben vielschichtigste Interessenten, von jung bis alt, von ökologisch über eher, sage ich mal, luxusorientiert. Da ist eigentlich alles mit dabei. Das ist der Tisch, der entsprechend zu erwerben ist? Oder mit dem? Der Tisch, der ist eben, also wir haben jetzt drin, haben wir ein kleines Tischchen für die Fahrt, aber den kann man dann austauschen und kann dann zum Beispiel den Tisch hier draufsetzen. Ich zeige es mal gerade von innen, dass man das mal sieht. Ja, es ist sehr schön. Ja, wenn du die mal gerade zumachst, die Tür, bitte. Ja, so muss das klingen. Eben die Tür, hast du auf und zu gemacht. Auch da mal bitte auf und zu machen, bitte. Dass man mal hört, wie schön das gedämmt ist, isoliert ist. Kannst du auch mal hier zum Beispiel aber anfassen. Das ist wirklich ganz massiv stabil. Also da wackelt gar nichts. Das Fahrzeug ist wirklich komplett steif, wenn wir vorne links beispielsweise und hinten rechts komplett einfedern lassen und die anderen Räder sind in der Luft, dann kriegen wir hier die Tür immer noch ohne Probleme auf und zu. Also wir haben da wirklich auch nicht so, dass da quasi ein Druck auf die Teile entsteht oder sowas. Ja, ich kenne das nur von der Steifigkeit mit GFK. Das ist ungefähr vergleichbar, das heißt unglaublich steif, oder? Genau, also so steif, dass sich da am Aufbau nichts verzieht. Das kann ja mit Steifigkeit, kann immer Vor- und Nachteile haben, aber in dem Fall haben wir einfach hier den Vorteil, dass wir auch, wenn wir im Gelände unterwegs sind, dass sich da am Fahrzeug selbst, also am Aufbau selbst, nichts verzieht. Ja, schon. Ja, kommen wir, gehen mal rein. Kannst du mal hören, die Tür? Ja, bitte, mach. Ja, sehr schön. Klasse. Ja, ich lasse es mal ganz kurz wirken. Der Boden ist echt? Natürlich. Der Boden ist echt, das sind 2 cm Dielen, sogar ein bisschen mehr. Das Holz, was sind das für Holz? Ja, wir haben verschiedene Hölzer hier drin. Wir haben Erle drin, wir haben Buche. Also du siehst da zum Beispiel diese Applikation. Das ist zum Beispiel, die Fronten sind eigentlich grundsätzlich aus Erle, aber eingelassen haben wir dann Buche. Ein bisschen Fichte haben wir mit drin. Zum Beispiel da links so eine leicht blau gebeizte Fichte, graublau. Genau. Wow, Intarsien, die ihr eingearbeitet habt. Ja. Ihr seid wahrscheinlich Schreinermeister, ne? Ja, wir haben 100-jährige Holzbautradition. Siehst du, hier ist es drin. Und wir sind da mit Schreiner, Zimmerleute, da haben wir alles mit dabei. Ich selber bin Ingenieur, ich bin da ein bisschen untreu geworden, aber mein Urgroßvater, der hatte das Unternehmen damals gegründet und mein Vater führt es bis heute. So, ich zeige es mal gerade, dass man mal sieht, mal so ganz langsam hier auf dem Weitwinkel, wie das angeordnet ist. Hinten haben wir das große Bett als Querschläfer. Gut, Aufbaubreite hier? Aufbaubreite sind gerade mal 2,14 Meter. Also wir sind schmaler als die meisten anderen. Das wirkt unglaublich groß. Also. Aber wir können beliebig breit und beliebig lang. Aber man merkt hier schon, einfach durch unseren Grundriss, den wir hier erstellt haben, haben wir ein großzügiges Raumgefühl, trotz unseres schlanken Aufbaus. 2,14 Meter. Ja. Du kannst tanzen hier drin. Es ist, also, wichtig ist ja auch dem Raum, ich sag mal, Platz zu geben. Das ist ja das, was bei vielen Wohnmobilen man versucht, wirklich immer alles voll zu machen. Ja. Aufbaulänge hier, was haben wir? Aufbaulänge haben wir hier 7 Meter, ich glaube 40, aber schlag mich nicht drauf tot. Ich habe es gerade nicht mehr ganz genau im Kopf. Ja, ist okay. Also knapp über 7 Meter. Also immer noch handelbar, das ist halt der Vorteil. Ja, und hinten haben wir ein 2-Meter-Bett, mal 1,40, aber wie gesagt, es ist beliebig erweiterbar. Also könnte man auch breiter machen, auch vorne das Bett. Das hat auch 1,40 Breite, aber könnte man auch vergrößern. Da haben wir jetzt für die ersten Kunden zum Beispiel auch ein größeres Bett noch drin. Hier den TV, den kann man ausklappen zur Seite. Wartezeit, wenn ich jetzt einen bestelle, ich nehme an, ihr habt eine große Nachfrage, ihr könnt ja wahrscheinlich auch nicht 100 Stück bauen im Jahr, oder? Ja, genau. Wir haben tatsächlich viel Nachfrage. Es ist so, dass wir das tatsächlich irgendwann sogar mal stoppen mussten, den Verkauf dann. Wir haben gesagt, okay, in diesem Jahr produzieren wir 5 Stück. Das haben wir an der letzten Messe dort angekündigt. Und dann sind wir da erstmal, sage ich mal, mehr oder weniger in den Stopp gegangen und wir gehen jetzt nach der Messe wieder in die neue Verkaufsphase. Ich sag mal, wenn man jetzt im Moment gerade der Erste wäre, der bestellen würde, dann könnten wir mit den nächsten Jahres ausliefern. Gut, das ist ja bei vielen Fahrzeugen so. Ich sag mal, Bimobil liegen wir jetzt bei 3 Jahren. Ja. Ist so. So ganz so weit sind wir bei uns noch nicht. So, ihr habt hier
Salzfenster, Dometic Salzfenster installiert. Das ist ordentlich, oder? Ja, wir haben vorne, werde ich dir was zeigen, das ist dann nochmal was anderes. So, dann der Schrank, ganz wichtig, da fehlt es ja ganz oft. Und wo du gerade in der Breite bist, guck dir das hier mal noch an. Das ist die Dusche. Ja, ich zeig dir auch was, geh mal bitte zur Seite. Ja, ja. In die Richtung. Da, in die Richtung. Das ist ein Raumbad, das kann man hier so verschließen. Nein, aus Holz. Ich hätte jetzt alles gedacht, aber niemals, dass ich in einem kompakten Fahrzeug so ein Riesenbad habe. Es riecht, schade, dass wir kein Geruchsfernsehen haben, so viel kann ich nur sagen. Es riecht wie, ich kann es gar nicht beschreiben, also ganz natürlich, ganz toll, ist auch das, was die Leute sagen. Das Problem ist bei dir, wenn es jeden Tag riechst, du riechst es irgendwann nicht mehr, oder? So direkt, oder? Doch, du riechst es, ja. Ich bin momentan, übernachte ich auch gelegentlich mal vom Büro aus sogar hier drin, einfach weil ich nah an dem Fahrzeug sein möchte. Ich möchte es einfach tiefer erleben und es kommt immer gut. Und es ist auch tatsächlich so, auch mit geschlossenen Fenstern, auch gerade durch dieses diffusionsoffene Dach, es wird hier nie stickig oder sonst was drin. Das ist ein ganz tolles Raumklima. Ihr habt natürlich Zwangsentlüftung drin, hier oben ist es offen, aber allein schon dieses, es ist so, kann es überhaupt nicht beschreiben. Mhm. Es ist alles natürlich hier, ihr habt alles wirklich Hand gezimmert. Ja, das ist alles Handarbeit komplett und bei uns im Schwarzwald hergestellt. Auch ganz interessant hier, übrigens hier zum Beispiel diese gestoßenen Hölzer, das ist, sag mal bitte, alles Handarbeit, da ist ein Holz am anderen gestoßen. Wenn du mir mal erklärst, wie sowas funktioniert, dass man das in die Rundung kriegt, das wird dann entsprechend weich gemacht und... Ja, das ist ein bisschen ein Geschäftsgeheimnis. Okay. Also wir haben hier wirklich tolle Formen, das kannst du dir vorne auch nochmal angucken, aber da gehört halt wirklich Know-how dazu. Ihr seid Schreiner. Ja. So, der Tank, wie groß ist der hier, der Wassertank? Der Tank ist beliebig dimensionierbar. Das hängt jetzt hier in dem Fall? In dem Fall haben wir, also das war für meinen Vater, der wollte einen 60-Liter-Tank, der nimmt sich im Prinzip eher im Fischwasser, aber kann man größer dimensionieren. Das hängt einfach von der Gewichtskategorie des Fahrzeugs dann ab. Da, was ist da drin? So da ist einfach ein kleines Schränkchen. Mhm, sehr schön. Wow. Und hier oben, da sieht man auch das Schichtholz, was da ist. Schau dir das mal hier drüben an. Ich muss mal ganz kurz die Dusche mal zeigen. Das heißt, ich kann hier duschen, das ist alles wasserfest hier, das oder? Das ist alles wasserfest. Wir haben auch aber noch eine Verkleidung dafür, hätten wir auch noch. Und auch das hier war das Ursprungskonzept. Also das ist ja quasi mehr oder weniger der Prototyp gewesen. Wir haben jetzt auch eine Variante mit Rost, wo wir eine eigengeschweißte Form unten drin haben, wo auf zwei Abläufe geht, wo schräg zuläuft, dass das Wasser auch immer abläuft. Hier müssten wir jetzt quasi das Holzteil rausnehmen. Und wir haben aber auch jetzt zum Beispiel Holzwannen haben wir auch. Ach so, das ist hier drunter, wenn du das mal gerade rausnimmst, bitte. Das kann man da rausnehmen, aber es wird wahrscheinlich so in der Form nicht mehr von uns produziert werden. Das war im Prinzip so der Start. Also hier kann man das quasi hier so rausklappen und kann dann hier das große Duschwanne freigeben. Wenn man das möchte, kann man das natürlich immer noch machen. Aber wie gesagt, wir haben Rost, da kann das drin bleiben, da kann man auch einfach drauf duschen. Toll. Das kann auch nass werden hier, das ist nicht so schlimm. Das darf nass werden, wie gesagt, für den, der sich jetzt nicht traut oder der, sag ich mal, mehr spritzt, haben wir auch eine Kabine. So, nochmal, wenn du das jetzt zumachst, wenn du das nochmal gerade zumachst, bitte alles, dass man mal, zumachst so wie es vorher war. Ach so. Also aufmachst quasi. Zumachst, aufmachst. Zumachst, aufmachst. Ich mach das mal zu auf. So, das sind alles Magnete. Du hast ja auch die Klavierbänder drin, das heißt, da rappelt nichts. Ja. Unglaublich stabil. Wir haben da verschiedene Technologien, die wir verwenden. Da haben wir auch ein bisschen dann oder deutlich damit rumexperimentiert. Da sind wir auch noch. Also da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Es kommt auch ein bisschen auf das Kundenanforderungen dann letztlich an. Shenandoah, ja. Guten Morgen. Was ganz anderes diesmal. Warst du schon mal in so einem Auto drin? Noch jetzt gar auf der ganzen nicht. Messe? Also Wahnsinn. Ich bin noch gerade angekommen und ich finde es richtig schön. Also genau, wenn du mal kurz mal beschreibst, der Geruch, der hier drin ist, das ist mit nichts vergleichbar. Es riecht wie... Holz, aber ganz angenehm irgendwie. Nicht aufdringlich und super. Richtig gemütlich. Ja, man kann ja viele Dinge nicht darstellen. Das heißt, man muss also auch mal reinkommen. Habt ihr Fahrzeuge da bei euch? Das heißt, wenn man da mal einen Termin macht, dass man mal reingucken kann? Also ab nächsten Jahr werden wir einen Mietpark zur Verfügung stellen. Ja. Wir werden den ein bisschen so aufbauen, einfach damit man das die Leute auch mal testen kann. Ich meine, wir haben es erprobt. Ich bin hier auch mit Kindern und so weiter drin gewesen. Also die sind hier voll Programm. Wir haben es nicht mal abgeschliffen, schon mit Spielzeug durch und so weiter und so fort. Aber diese Akzeptanz muss man tatsächlich noch weiter aufbauen. Da wollen wir einfach einen Mietpark dann dazu nutzen, um den Leuten das
wirklich zu zeigen, dass das sehr gut funktioniert. So, und das ist die Küche, sie geht auf Strom. Wenn du mal ganz kurz zur Seite gehst, dass wir das mal zeigen. Was ist oben drin, wenn du da mal aufmachst? Ja, hier haben wir quasi eine klassische Verstaumöglichkeit. Und dort ein bisschen Schränkchen. Hier haben wir ein Schränkchen drin. Genau, wenn du den mal gerade öffnest, mal kurz mal zeigen. Denn ich nehme an, der eine oder andere Holzbauer oder Schreiner sieht das hier und der wird wahrscheinlich in Gnade fallen und sagen, das ist cool gemacht. Ja, wir waren auch schon in Schreinermagazinen drin und waren ganz verwundert, oh, da sind ja unsere Bilder. Cool. Hier haben wir ein bisschen was zum Öffnen dort, siehst du. Guck mal, hier vorne ist noch ein kleines Schränkchen, hier so ein, natürlich alles einzeln. Oh, zeig mal bitte, oh, ist das schön. Ich zeige euch nachher vorne noch so Fingerzinkenverbindungen. Ja, das machen wir gleich. Ein Fingerzinkenverbund, ja. Also die Leute, die sich auskennen, die wissen, was das ist. Und hier für Fernbedienungen und so weiter. Also hier haben wir keine Fingerverzinkung, aber vorne, die sieht ganz klasse aus. Und hier haben wir im Prinzip dann so kleine Verstaumöglichkeiten auch noch. Hier kann man den Tisch reinbringen, hier kann man Zusätze für den Tisch rausnehmen. Also du hast ja vorhin den Tisch angesprochen, hier unten haben wir quasi einfach so eine Snackbar, wenn man da jetzt fährt, kann man da ein paar Sachen hinstellen, das kann man aber auch zusätzlich da drüben. Also das zweite Getränk kann ich dann hier reinmachen zum Beispiel. Und da habe ich jetzt hier die Rechenzentrale, Entschuldigung, wenn ich die jetzt hier im Gesicht fuchtel. Ja. Also die Rechenzentrale kann man ein Tablet reinlegen oder sonst was, kann auf dem HDMI, hat Strom zur Verfügung und kann dann hinten auch den Fernseher besteuern oder hier die Monitore, die Audio. Anlage und so weiter und so fort. So, die Sitze kann ich natürlich beide drehen? Die kann ich drehen, ja. Okay, und verstanden. Wir haben hier so eine, eben diese Frontsitzgruppe. Das geht auch mit Couch oder egal wie, aber das ist jetzt was, was man jetzt so nicht gängig sieht und wo wir einfach die Idee hatten, einfach was Neues auch zu machen. Und wir finden das jetzt mit 4 Leuten, finden wir das eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit. Krass, hier ist wahrscheinlich eine Revisionsklappe. Ja, schau dir das hier mal an. Warte, ich komme. Nee, eine Treppe. Die ist auf über 130 Kilo belastbar, also... Genau, wenn du die mal gerade mal langsam nochmal auf und zu machst. Nee, echt? Handgefertigt? Ja. Im Schwarz halt? Ja. Und ist wirklich, das Ding hält absolut, also ich selber habe 100 Kilo, da bewegt sich gar nichts. Funktioniert easy. Es ist so genial. Jetzt muss man sagen, Arbeitsstunden, was steckt hier drin? Oh je, das wollen wir gar nicht zählen. 5.000, 6.000? Tausende. Ja, Tausende, gell? Mhm. Das ist so. Ja, das rechtfertigt auch den Preis, muss man sagen. Denn die Fahrzeuge liegen bei knapp 200 ungefähr. Ja, also es ist so, ich meine, allein schon der TGE ist ja schon ein qualitatives Fahrzeug. Da geht schon bei so circa 60 los, auch mit dem Allrad. Und ja, unsere Fahrzeuge jetzt hier im 4-Tonnen-Bereich, die gehen bei ca. 180.000 Euro los inklusive Steuer und bei 100, und der kleinere bei 150 inklusive Steuer. Das kann aber schon durchaus sein, je nachdem, was man da dran will oder erweitert, dass man da in den Bereich zwischen 200.000 und 300.000 Euro kommt. Ja, also es rechtfertigt letztendlich auch der Aufwand. Das heißt, wenn jemand sowas haben möchte, die Nutzungsdauer ist ja entsprechend lang. Die Materialien sind langlebig. Das ist alles echt? Ich fasse es gar nicht. Also wir kommen preislich auch noch, theoretisch noch ein bisschen tiefer, wenn wir jetzt sagen würden, man lässt Allrad weg, Stromausstattung in der Form, wie wir es hier drin haben, also Master eben mit Solar, genau, 5,5 kW Batterie und so. Aber ja, wir haben da eigentlich so ein bisschen so ein Grundding definiert, wo wir sagen, okay, da macht es in so einer Luxuskategorie, sage ich dann doch mal irgendwo Sinn. Man könnte aber das auch noch runterzwingen, sage ich mal. Ja, aber da geht es ja gar nicht drum. Wir zeigen einfach mal, was krass ist, wie groß der Raum ist, wie du das geschafft hast, diesen Raum zu erzeugen mit diesem Bad. Da ist ein komplettes Raumbad drin. Ihr müsst euch das eins weiter vorne anschauen. Da. Ja, da machen wir nämlich extra ein Video zu, dass wir das mal sehen. Wenn du da mal kurz aufmachst, da ist ein bisschen Technik drunter. Ja, da ist ein bisschen Technik drunter. So, da habt ihr Elektriker wahrscheinlich, die euch helfen. Genau, Mastervolt hat sich hier ausgetobt. Ja, ist schön gemacht. Der Heiko. Der Mastervolt Bussystem. Da sieht man jetzt auch die Metallverstrebung zum Beispiel, die sich da stellenweise drin. Für die Steifigkeit dann. Genau. Ja. Wobei diese Warmkonstruktion auch schon eine hohe Steifigkeit reinbringt, aber einfach stellenweise halt eine metallische Stabilisierung. Richtig. Warte, ich muss mal ganz kurz. Ja. Ihr müsst mal gerade rausgehen, damit ich etwas Platz habe zum Filmen. Ja, genau. Den Raum mal gerade zeigen, ohne Personen, dass ich noch mal kurz erkläre, was wir hier sehen. Also da hinten hat man das ganz große Bett, ein Querschläfer. Breite noch mal vom? Breite 2 Meter, also Breite ist 1,40.
1,40 mal 2 Meter. Genau, es würde auch Längsbett geben. Also wenn jemand wirklich sagt, er möchte nicht quer schlafen, können wir auch ein Längsbett machen. Ja, aber das ist breit. Also das wäre jetzt kein Problem. Dann habe ich hier nochmal die Treppe da. Hier habe ich dieses wunderschöne Raumbad mit Dusche, was ich einfach öffnen kann. Und das sind komplett, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich überlege nur gerade, wenn man es halt mal eben mal schnell auf Toilette gehen möchte, macht man einfach hier auf und hat dann einen eigenen Raum nur für die Toilette oder halt alternativen Raumbad. Hier ist die Küche auf der rechten Seite. Müssten wir mal gerade Platz machen, ein kleines bisschen, dann sieht man den Raum ein bisschen besser. Vielen, vielen Dank, ich danke euch. Denn das ist so schön, das müssen wir einfach mal komplett zeigen. Und das ist der Raum, wenn man kommt vom Schlafzimmer auf den Alkoven zu, mit dem Oberschrank, den 4 Sitzplätzen, die da sind, auf der rechten Seite mit der wirklich tollen Küche in Manufakturqualität und ja, großer Alkoven. Ja, was ganz, ganz anderes. Ich bin so stolz auf dich. Komm, wir gehen mal kurz raus und unterhalten uns mal, wenn ich das haben möchte. Das Einfachste ist, man telefoniert erstmal mit euch, macht einen Termin aus. Ja, also das ist tatsächlich, man wird von uns selbst wenig Informationen im Internet finden zu den Modellen, einfach schon deshalb, weil wir keine wirklichen Ausschlusskriterien haben. Also wir möchten jetzt keine plakativen Informationen geben, wo dann jemand sagt, okay, das passt für mich nicht und man kann es im Prinzip ja doch individuell gestalten. Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich will es genauso haben, wie es hier steht. Ja, das ist, es ist wahrscheinlich der ein oder andere, der sagt, es ist genau mein Grundriss. Also ich würde den nehmen. Also jetzt ganz ehrlich, ich habe einen Sohn, der ist 9. Da, ich wüsste schon, wo der schläft. Ja, ich habe auch Hunde. Da kann man ja ruhig sagen, ich hätte gerne jetzt nochmal eine Tür nach hinten oder ja, so. Ja, mein Vater hat selber auch Hunde. Also wir sind auch im Überlegen, ob wir hier zum Beispiel das dann für ihn anders nochmal lösen bei einem anderen Fahrzeug und hier zum Beispiel eine Hundeklappe einbauen oder sowas. Hier übrigens, was ich noch kurz sagen will, ist, da kann man auch, das Coole ist, wenn jetzt einer ins Bett gehen möchte, man hat hier noch Freunde sitzen, dann kann man hier auch entsprechend verschließen, hat hinten seine Privatsphäre oder kann da entsprechend dann schlafen und man hat aber trotzdem noch die Möglichkeit, dadurch, dass ich ja hier vorne auch abtrennen kann, dass immer noch jemand irgendwie so ein kleines Geschäft oder sowas machen kann und da trotzdem ins Bad kann, auch während hier noch Leute sind, ne? Und zwar von hinten wie auch von vorne. Wenn ich euch komplett freie Hand gebe, dann könnte sowas wie hier entstehen, oder? Das heißt, jemand sagt, hier macht's mal so, als wäre es für euch. Ihr macht es wahrscheinlich eh immer so, als wäre es für euch, oder? Ja, das machen wir immer so, als wäre es für euch. Also es ist auch so, dass wir nicht alles mitmachen würden. Also wir wollen hier schon unsere Note reinbringen. Das ist für uns ist wichtig, dass es hier auch einfach einen Design-Flair irgendwo hat. Das ist ein großer Unterschied zu, sage ich mal, den bestehenden Holzfahrzeugen, den wir auch herausheben wollten. Und wir werden da auch nicht, sage ich mal, das Design vergewaltigen. Das werden wir nicht machen, aber grundsätzlich versuchen wir immer unsere Hand reinzubringen. So, hier vorne haben wir noch ein kleines Fach, das zeige ich mal gerade. Das ist ja genial. Das ist rund. Ja. Wer sich auskennt, auch da hat man viele Herausforderungen. Da geht nicht irgendein Scharnier, es darf ja auch nicht klappern. Sehr schön. Komm, wir gehen mal raus, zeigen es nochmal komplett. Das ist jetzt, welcher Name ist das hier von dem Modell? Das ist, das sagen wir einfach Kategorie ab 4,5 Tonnen. Wir haben uns jetzt da keinen festen. Genau, ab 4,5 Tonnen. Das ist aber jetzt der Alkoven, ne? Genau, Alkoven, ja. Aber es geht auch ohne Alkoven. Also da sind wir flexibel, aber das kommt auch ein bisschen auf die Nachfrage dann an. Wir haben übrigens, wo du das Klappern ansprichst, wir haben hier eine super krasse Alpine-Ausstattung drin. Das ist jetzt hier noch nachträglich gekommen. Vorne drin haben wir nur noch Alpine und es ist so, dass durch die Vibration, wir haben hier einen Woofer unterm Sitz zum Beispiel, da vibriert gar nichts. Also das ist wirklich top. Alles top. Man würde denken, okay, da vibriert vielleicht das eine oder andere, aber das ist nicht der Fall. Das ist ein Volkswagen 6.1. Ja, hier steht er in einer, ich sag mal, Version mit Fenstern, die mit drin sind, von der Rittersbacher Gruppe. Eigentlich wird man so von außen gar nicht drauf kommen, dass es ein Camper wäre. Der ist jetzt hier natürlich beschriftet mit Hornbach und Co., denn wir zeigen heute mal was ganz Wahnsinniges. Hornbach hat sich überlegt, wenn man Campingmöbel, wenn man nur viel genug baut, sich da genug Gedanken drum macht, ja, dann kann man die günstig machen mit toller Materialqualität. Man kann sie selber zusammenbauen in, ich sag mal, absehbarer Zeit. Wenn ich nämlich manchmal so sehe, in 3, 4, 5 oder 6 Wochen, ja, habe ich meinen Camper ausgebaut, da würde mir nach ungefähr 6 Stunden die Geduld fehlen, weiterzumachen, ja. Und so geht es wirklich vielen. Und das ist ein spezieller Ausbausatz jetzt für einen VW T6.1. Ja, wo fangen wir an? Hallo Katharina. Hallo. Hallo Ellen. Hi. Ja, und du bist der Jörg. Grüß dich. Genau.
Ja, für den T61, aber auch da gilt wie bei allen anderen Ausbausätzen von uns, für den T61 ursprünglich gedacht, passt aber eben auch in vielen anderen Autos, die ähnliche Innenmaße haben. So war ich in T5? Zum Beispiel in T5. In T4. T4. Wir T3. Haben, T3 wird schwierig, da ist der Motor im Weg da hinten. Für den T3 muss man sich wahrscheinlich ein bisschen was anderes überlegen. Ja, ich habe noch einen T3, deswegen habe ich ja gerade überlegt, stimmt, da hinten ist ja ein Motor. Ja, so ist es. Ist so. Ja, das ist jetzt eine Bett-Kastenkombi, wie viele sie auch gerne kaufen möchten. Das Ganze habt ihr noch nicht so ewig im Programm, oder? Nee, also gelauncht wurde es im November letzten Jahres und seitdem sind wir gut dabei. Ja, du bist auch dafür verantwortlich, dass man das Ganze so ein bisschen aufbauen kann. Bist mit in der Produktentwicklung gewesen, auch so ein kleines bisschen? Nee. Nee, da leider nicht, aber alles, was mit Campingboxen zu tun hat, darf ich betreuen. Ja, du machst nämlich gerade ein Studium, duales Studium hier. Das heißt, du bist mitten in der Praxis, studierst das Ganze und ja, jetzt bist du ja hier eine handfeste Frau. Ja, immer mehr Frauen campen, muss man sagen. Ja, früher war das ja immer so, ja, Camping, da kann ich ja nicht mein ganzes Zeug mitnehmen und so weiter. Aber es gibt ja immer mehr, die sagen, es ist mir vollkommen egal. Ich bin da im Urlaub und ich bin da so, wie ich bin. Immer das Nötigste einpacken und es kann schon losgehen. So, wir schauen uns das Ganze mal von innen an, dass wir das mal sehen. Der hat ja eigentlich genug Platz. Und jetzt könnte man ja hier sagen, ich bin zum Beispiel Handwerker, habe so ein Auto jetzt als Handwerksauto. Kann man das rausnehmen? Ja, natürlich. Okay, ist das schwer rauszunehmen? Ja, also auf jeden Fall. Es wiegt was, oder? 40 Kilo etwa wiegt das Ganze, aber... Funktioniert. Das heißt, ich könnte das jetzt zum Beispiel auch drin lassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt Handwerker bin, kann da was drüber laden. Das würde es aushalten von der Materialstärke. Also wenn da jetzt was drauf liegen würde, das wäre kein Problem. Stabil ist es, genau. Wir haben das genauso mit 250 Kilo probiert. Das funktioniert problemlos. Wahrscheinlich würde sogar mehr gehen. Hier im Auto ist es tatsächlich jetzt auf der Bodenplatte verankert und ad hoc nicht rauszunehmen, ja, weil natürlich muss das Ganze ja auch irgendwie verkehrssicher sein. Aber man kann, je nachdem, was es das Auto eben an Befestigungsmöglichkeiten hergibt, das natürlich auch so im Auto befestigen, dass es dann tatsächlich mit Schnellverschlüssen Ähnlichem auch schnell rausgenommen werden kann. Ja, und das ist euer wichtigstes Teil, nämlich ein Regal. Eine Schuhablage oder für was auch immer man es benutzen möchte. Auch die ist fix und fertig dann. Die ist so gefräst, kommt so? Ja, genau, ist so gefräst wie bei den anderen auch. CNC-Fräsung mit einem weißen Gummihammer einfach zusammenbauen und mit Schrauben befestigen. Das dauert wie lange bei dem Regal ungefähr, was denkst du? 10 Minuten, mehr nicht. Höchst. 10 Minuten, das heißt vielleicht das erste 15? Ja. Maximal. Ja. So, du hast das Ganze ausprobiert. Wichtig ist ja die Passgenauigkeit. Du hast hier einen Land Rover Defender. Da ist das Ganze auch drin. Hast du es selber zusammengebaut? Habe ich nicht zusammengebaut, war aber dabei, als es zusammengebaut wurde. Okay, das hast du zusammenbauen lassen. Habe ich zusammenbauen lassen. Ja, die Frau von heute lässt bauen, da ist es. Und da ist nämlich jetzt auch ein Bett drin. Auch das Auto werden wir mal ganz genau zeigen. Aber zunächst mal, ist das passgenau? Ist das auch, ich sag mal, in der Praxis okay? Ist passgenau. Also das Einzige, was wir machen mussten, ist die hintere Reihe einmal zu überbrücken mit so einem Brett. Das habe ich nochmal gesondert gebaut. Ansonsten passt es rein, ohne irgendwelche Modifikationen vornehmen zu müssen. Das ist das gleiche Bett? Das ist das T6.1 Bett. Nein, das ist jetzt ein spezielles Bett, das ist etwas kleiner, aber ist ähnlich dem T6 Bett. Sehr schön, das zeigen wir gleich mal, so on Detail. Gehen wir nochmal hier zurück. Ihr habt natürlich das Thema Schlafen, soll ja schnell gehen. Die Matratze ist auch von euch? Genau, auch unsere Matratze, auch wie bei allen anderen, 8 cm stark, relativ komfortabel, wie ich finde. Und passend für unser Bett. Bau mal bitte um. Wir, na klar. Wir schlafen jetzt mal alle. Dabei muss ich sagen, wir drehen am Donnerstagmorgen, den 22. April 2021 in Bornheim, der Zentrale von Hornbach. Mit diesen Fahrzeugen seid ihr unterwegs auf Road-Tour, so ein bisschen draußen, oder? Ja, wären wir gern gewesen. Wären wir gern gewesen. Wir hatten tatsächlich eine Roadshow geplant, aber durch die aktuelle Situation ist sie einfach nicht durchführbar gewesen. Jörg, ich habe ein Riesenproblem. Ich bin im Weg. Nein. Es ging so schnell. Ach so. Und ich hab mich ganz kurz nur mit der Katharina unterhalten, da war das Bett schon gebaut. Ja. Du musst es nochmal zurückbauen, oh, weil du warst zu schnell. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Bitte. Vielleicht einmal genau. Auch beim Zurückbauen. Das ist tatsächlich eine ziemlich einfache Konstruktion. Nämlich, ich klappe das hier einmal zusammen. Muss ein bisschen auf die Finger aufpassen. Schieb das wieder zusammen. Wenn ich im Auto stehe, geht das einfacher. Eine Sekunde. Mach mal bitte.
Das ist der typische Vorführeffekt. Außerdem, man kann es ja noch ein bisschen ölen, oder? Zum einen das, und wenn man vor allem aufpasst, dass man es nicht verkantet, was mir eben passiert ist, dann geht es auch deutlich einfacher. Schiebt das zusammen und hat wieder den Platz. So, dann bitte noch einmal raus. Genau, also. Weil es so schön war? Genau, weil es so schön war. Und einmal ohne Verkanten jetzt natürlich. Dann funktioniert das auch deutlich besser. So, einmal ausziehen. Fertig. Und einmal ausklappen. Habe ich die Auflage für da drauf. So, die kann auch atmen, wie ich sehe. Genau. Habe hier ein paar, Fräslöcher noch mit drin, auch für unterwegs Dinge zu verzurren, zum Beispiel auf dem Bett, wenn ich es eben nicht brauche. Und dann unsere passgenaue Matratze wieder. So, bevor wir den Preis verraten, ja, das mache ich ja sehr ungern, weil das ganze Zeug kostet nämlich gar nicht viel. Man denkt nämlich jetzt immer schon, das kostet bestimmt so 1.000, 2.000 Euro, da kommen wir gleich drauf. Dabei ist diese Box hier, oder? Die kann man einzeln kaufen. Also ich kann das Bettmodul selbst mir kaufen und kann mir die Box zusätzlich kaufen und habe es dann eben so wie hier, Bett inklusive Staubox. So, das habt ihr jetzt hier wahrscheinlich mit einem kleinen Schnitzmesser reingefräst. Es ist so, nein, das kommt so mit dieser Einfräsung? Nein, also es ist tatsächlich so, jeder Bausatz kommt zu uns ins Büro und wir schnitzen das dann mit Hand rein. Nein, natürlich nicht. Also das ist komplett wie alle anderen Möbel auch auf der CNC-Maschine gefräst. Das ist eure Marke, Buildify, unsere Eigenmarke, dazu kommt dann natürlich auch mit drauf. So, bitte einmal zeigen, wie viel Platz da drin ist. Genau. Also hier vielleicht einfach nochmal das Bett. Da haben wir auch noch ein paar nette Funktionen, vielleicht bevor wir zur Schublade kommen. Gerne. Nämlich, es gibt ja auch den einen oder anderen, der sich zwar ins Bett legt, aber noch ein bisschen lesen mag. Für den geht das ganz einfach, dass er zum Beispiel die Kopfstütze nach oben legt. Nein. Echt? Stark. Und, mach mal bitte, Katharina, dass du das mal hochlegst. Die Matratze. Das heißt, du hast noch ein Sofa mit drin. Genau. So, jetzt darfst du dich einmal reinlegen, Katharina. Ja. Du musst. Ich muss das nämlich mal zeigen, wie schön gemütlich das da drin ist. Bei 8 Grad hier draußen. So, man sieht, das ist ja hier, das Material ist ja aus dem Vollen. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr stabil. Super stabil und die Matratze ist auch sehr weich. Okay. Kann das sein, dass du gleich einschläfst? Nee. Absolut, nee. Vielleicht mit der Kälte nicht, aber. Das ist aber toll, dass man lesen kann. Das heißt, man kann rumlümmeln, man kann es ruckzuck verändern. Genau, ja. Geht ganz schnell. Toll. Ich gehe noch mal kurz nach hinten. Warte, langsam. Und das sieht man hier, wie dick das Material ist. Ja, das heißt, ihr habt euch ja nicht für irgendwas entschieden, sondern das ist echt Birke. Nicht ganz günstig, muss man sagen, aber es funktioniert gut. Genau, Birke Multiplex, stabil eben und dauerhaft. Und das war die Anforderung hier. So ist das. Ja, toll. Also das ist der Hack Nummer 1 quasi. Was ist noch drin? Was kann man noch machen? Genau, wenn Katharina noch mal kurz aussteigt und das Zusammenklappen noch mal zeigen. Ja, gerne. Dann die Matratze nehmen wir jetzt einfach mal raus, weil man sieht es besser dann. Auch die ist ja speziell angepasst, die Matratze, gell? Genau, die Matratze ist speziell passend gemacht, dass die auch ordentlich passt und vor allem bequem ist. Ich klappe das Bett einfach nochmal schnell zusammen und dann zeige ich dir noch was. Gerne, sehr gerne. Ich befürchte, es wird ein Hit, das Video, weil wenn wir gleich den Preis verraten, dann werden ganz viele Leute, die werden Tränen in den Augen bekommen, wenn sie sich vielleicht irgendeinen Spezialausbau gekauft haben, so wie ich. Ja, wir haben ja eben gesehen, Katharina lag hier drin zum Lesen und hatte die schöne Rückenlehne. Das Ganze geht natürlich auch andersrum. Nein, nach draußen. Kann es tatsächlich auch nach hinten zur Sitzbank machen. Immer, es ist nicht zum Fahren geeignet, ne? Es sind natürlich keine Sitzplätze, auf denen man sich anschnallen kann. Aber wenn man ein schönes Plätzchen gefunden hat, kann man sich hier hinsetzen, die Füße raushängen und ein bisschen lesen. Ja, Katharina, bitteschön. Ich darf wieder. Du darfst mal wieder rein, das heißt, dazu wird die Box dann ganz reingeklappt. Genau. Und daneben bitte einmal die Ellen, denn bei Hornbach wird ja auch gearbeitet, wie man sieht. Das ist aber eine geniale Idee, Jörg. Also das ist richtig klasse. Ja, also ist auch einer unserer Bestseller. Das ist das Modell Marinus. Marinus? Marinus, genau. So hieß der nette Herr, der Volkswagen-Importeur war, okay, in den 50er Jahren in Niederlande.
okay. und den Käfer in die Niederlande gebracht hat und die ursprüngliche Idee für den VW-Bus geliefert hat. Boah, das ist ja voll das Bildungsfernsehen bei euch. Ja. Ja. Das heißt, das Modell heißt Marinus. Vielleicht nochmal ein, zwei Takte zu dem Holz. Das ist jetzt wirklich hier Birke... Birke Multiplex. Birke Multiplex und das arbeitet auch nicht mehr, oder? Das arbeitet kaum. Wenig, ja. kaum. Also es ist und bleibt Holz, ja, und es arbeitet auch. Also gerade mit Temperaturschwankungen oder auch Luftfeuchtigkeit wird es natürlich noch ein bisschen Veränderungen geben. Aber es ist durch dieses Multiplex-Verfahren minimiert. So, und dann ist die Box hier unten drunter, die passt natürlich zufälligerweise genau rein. Die passt zufälligerweise genau rein, kann man eben dazu kaufen. Also es sind tatsächlich zwei Bausätze bei uns, einmal das Bett und einmal die Box. Okay. Die Box heißt zufälligerweise Ben, das war der Spitzname von Marinus. Und ist eben passgenau. Ich kann die hier einmal mit den Schwerlastschienen an Marinus festmachen. Kann mir hier einmal eine Arbeitsfläche quasi rausziehen. Hat eine schöne große Arbeitsfläche. Zum Beispiel eine Küche könnte das sein. Zum Beispiel. Ja. Mein Schneidbrett, mein Kocher, was auch immer ich da drauf abstellen möchte. Und habe dann hier nochmal die Möglichkeit, eben auf die Schubladen zuzugreifen. Und habe insgesamt fast 1,80 Meter Auszuglänge. Bitte mal beide rausziehen. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, wenn man sich hier jetzt noch einen Stempel basteln würde, einen stabilen. Also der sollte dann sehr stabil sein, dann, ich sag mal, könnte man das sogar noch belasten mit etwas mehr, oder? Durchaus, ja. Ein kleines bisschen. Das heißt, der, ich sag mal, Fantasie sind keine Grenzen gelassen, denn das Material gibt es einfach her von der Stabilität, oder? Ganz genau, ganz genau. Also unsere Schwerlastschienen, die wir mit im Programm haben, sind bis 136 Kilo belastbar. Vielleicht findet der eine oder andere tatsächlich auch noch welche, die noch höher belastbar sind. Und das Holzmaterial macht das auf jeden Fall mit. Dann muss man natürlich noch ein bisschen achten, wie befestigt man das Ganze im Auto. Oder wie du eben sagtest, man baut sich eine kleine Konstruktion zur Abstützung drunter, dann ist man absolut safe und hat natürlich ein tolles Plätzchen und wie in dem Fall jetzt mit der Heckklappe auch noch ein bisschen überdacht. Ich habe eine ganz kleine Bitte. Da ist wahrscheinlich, die Matratze wird es jetzt aushalten, oder vom Gewicht her? Wenn wir die einfach nur mal drauflegen, ja, dass wir uns nicht drauflegen, aber wenn du das mal machst, nur mal so fürs Finish-Bild. Das heißt, man könnte denn hier liegen, könnte die Matratze einfach drüber machen. Ach, das wäre... Wäre machbar. Wäre oder machbar. Man könnte die zum Beispiel jetzt mal hier so hinten reindrücken. Das heißt, man könnte drin sitzen, könnte die Baume denn, also die Beine dann einfach drauflegen. Genau, also die Baumelbank. Die Baumelbank für die... Das geht auf jeden Fall. Ja, so. Ist jetzt natürlich der Ausschnitt ein bisschen schmal dafür, aber... Ich habe es verstanden. Das sind den Ideen einfach keine Grenzen gesetzt. So, es sind ja auch Outdoor-Camper, muss man sagen. Das Ganze soll ja auch nicht perfekt sein, ansonsten hätte man ja weiße Ware. Was ich ziemlich cool finde ist, du könntest jetzt theoretisch auch einen Bus nehmen, der ganz unauffällig ist, ja, und den einfach zum Camper umrüsten und dann zum Beispiel in Amsterdam einfach mal drin pennen nachts, ja. Richtig, oder ich könnte als Handwerker meine Möbel rausbauen, könnte den als Campingvan nutzen mit Familie und Co. Okay. Super. Ja, kommen wir mal auf die Preise. Wenn du mal gerade so lieb bist, die Matratze noch mal runternimmst, dann sieht es ein bisschen schöner aus fürs Bild. Denn ihr liefert das Ganze kostenfrei nach Hause, gibt es nicht im Hornbach-Markt mitzunehmen. Genau, kriegt man alles in unserem Online-Shop hornbach.de/campingworks und findet man das ganze Sortiment und kann sich da Informationen zu allen Möbeln holen. So, man sieht ja jetzt sehr, sehr viel hier in dem Video. Auch da gilt natürlich das Fernabsatzgesetz, nehme ich an. Das heißt, ich habe Rückgaberecht. Ja, also so wie bei allen anderen Artikeln auch, die man bei uns im Online-Shop bestellt. Bei all den Auslieferungen, die wir bis jetzt hatten, hatten wir das noch nicht. Also. Ich habe es vermutet, wenn man denn noch eine kriegt, ja. Im Moment sind sie unglaublich gefragt, oder? Ja, also wir sind mehr als positiv überrascht und sehr zufrieden. Und unsere Produktion läuft auf Hochtouren. Wir schauen wirklich, dass wir da alles Mögliche von der Maschine runterbekommen, um den Kunden die Ware zur Verfügung zu stellen. Fertigung ist made in Germany, das heißt, die werden in Deutschland gefertigt? Ja, die CNC-Schreinerei, die für uns hier arbeitet, ist in Deutschland. Bitte einmal öffnen hier oben drauf, auch das kann man hochheben. Das genau, natürlich. Ja, jetzt haben wir hier natürlich auch so ein bisschen Ablage und ne, mit der Ordnung, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Da geht es ja gar nicht drum jetzt. Also es geht ja darum, dass man auch was Schweres jetzt hier reinmachen kann. Da ja. sind wahrscheinlich irgendwelche Prospekte drin, Campingleuchten, da kann man reinmachen, was man will. Genau. Also ziemlich cool, muss ich sagen. Und du hast die Anleitung geschrieben zum Zusammenbau. Ja, ich habe die Vorgaben gegeben und unsere kreativen Köpfe haben dann das Weitere gemacht. Was spricht denn so für Hornbach als Arbeitgeber für dich? Würdest du sagen, das ist ein super Unternehmen, nahbar?
Absolut. Also es liegt ja bei uns hier oder bei mir jetzt in der Nähe. Und ach so, du bist von hier. Genau, ich bin von hier und familiär habe ich auch einige, die hier auch arbeiten und dadurch bin ich mit Hornbach einfach aufgewachsen. Okay, also ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Und das da muss ich wirklich sagen, wenn ihr es nicht erfunden hättet, ja, nun müsst ihr es erfinden. Das Gemeine ist jetzt, die Videos sind so gut, dass die Chinesen wahrscheinlich jetzt schon anfangen werden, anhand der Videos das auszumessen und dann auch zu machen. Aber das ist gar nicht so einfach, denn ich sag mal, die Transportkosten, das Ganze muss ja auch noch passen. Und dann zu dem Preis, wie ihr es anbietet, das ist ja schon, wenn man sich ein bisschen auskennt für so einen Bausatz, das ist schon Kampfpreis, oder Ellen? Absolut, ja. Ist wirklich so, oder? Ja, also wir, das, was wir jetzt hier sehen, je Bausatz sind wir bei 565 Euro. Je? Je Bausatz, also einmal Bett und einmal der Kasten. Ja, und trotzdem, also ich komme dann natürlich schon auch über die 1.000-Euro-Grenze damit. Ja, aber bitteschön, also wenn du jetzt für beides günstig, oder? Günstig und passend, genau. Ja, was jetzt alle fragen werden, was kostet diese tolle Matratze, die man hier sieht, ja? Das ist natürlich, die uns sehr, sehr bequem ist, hast du mir eben noch gesagt. Genau, also die Matratzen, wir haben wirklich Wert drauf gelegt, dass wir hier ordentliches Material verwenden. Wir sind 8 cm stark, so dass, glaube ich, schon wirklich die meisten da eine bequeme Matratze drin finden. Da sind wir mit ca. 300 Euro dabei. Also 300, das heißt, wir sind hier bei rund 1.100 für beides zusammen. Der Versand ist kostenfrei. Der Versand ist kostenfrei, das ist richtig. In dem Fall kommen jetzt natürlich dann auch noch die Schwerlastauszüge dazu. Die Auszüge kosten meines Wissens um die 100 Euro. Komplett. Je Auszug, also in dem Fall sind dreimal die Auszüge verbaut. Einmal für die gesamte Box nach außen zu ziehen und zweimal für diese Schubladen nach außen zu ziehen. Das heißt 300 Euro nochmal drauf. Nochmal 300 Euro dazu. Trotzdem ja, komme ich dann in Summe mit Matratze und diesem Ausbau, womit ich einen komplett fertigen Camper habe, deutlich unter 2.000 Euro weg. Ja, stimmt. Ich habe mir jetzt mal so ganz leicht zusammengerechnet, um die 1.700 Euro brutto inklusive Mehrwertsteuer. Das ist und Versand mit drin. Und Versand, so ist es. Ja, Prost Mahlzeit. Dann fehlt nur noch ein bisschen Wachs, um das praktisch zu wachsen und zu behandeln. Da bin ich aber auch frei. Da bin ich absolut frei. Also ich persönlich würde es so lassen. Mir gefällt das so. Aber natürlich kann ich das lackieren, ölen, wachsen. Das, was ich sonst auch mit Holz natürlich machen kann. Mit Kunststoff überziehen komplett. Nee, ist ja Holz, das will man ja haben, oder? Ja. Also ich glaube schon, wer sich für sowas entscheidet, der mag auch Holz. So, ich zeige mal gerade nochmal von innen drin, wie das jetzt so von der Rückseite aussieht. Da ist es jetzt geöffnet. Und ja, das Ganze ist ganz stark gesteckt, wenig geschraubt. Das heißt also Millimeter genau, es passt ganz genau, da knarrt nichts, da klappert nichts. Ja, also das versuchen wir in der Produktion schon sehr genau zu machen, ja, und versuchen hier die Passungen eher enger zu fertigen als zu weit, um tatsächlich Klappern an allen Ecken und Enden zu vermeiden. So, ich zeige mal gar was ganz Tolles. Ihr habt eben was umgebaut, ja. Darf ich das zeigen? Na klar. So, denn man könnte jetzt auch noch eine Küche ergänzen, Ellen. Du kochst gerne? Nee. Ich koche ab und zu. Gerne, also, gerne kann man nicht behaupten. Gerne kann man nicht behaupten. Ich koche auch gerne, muss ich sagen. Also ich mache dann die Tür auf, hole dann so, was weiß ich, von Froster irgendwas raus. Ja, knall mir das in die Pfanne rein, Gemüse und nach 15 Minuten ist fertig. Ja, das könnte ich aber hier machen. Das sind Küchenmodule zum Beispiel oder Schränke. Genau, kann ich als Küchenmodul verwenden. So ist es primär gedacht. In dem Fall weiß, eben haben wir es ja gesehen, in reinem Holzfarbton und ist etwas anders aufgebaut als das andere Modul vorher. Auch die kommen als Bausatz fertig? Also das heißt, die schraube ich dann zusammen? Genau, ja, die schraubt man ganz einfach zusammen. Durch die HPL-Beschichtung sind die dann natürlich noch ein bisschen robuster und ja, einfach pflegeleichter. Ja gut, das Weiß ist natürlich schon toll. Ihr habt auch Bausätze, das heißt also man kann sich jetzt zum Beispiel Bretter zuschneiden lassen bei euch und dann könnte man zum Beispiel auch diese tolle Outdoor-Küche dann selber bauen. Mit etwas handwerklichem Geschick wäre das denn so ein Outdoor-Küchenmodul? Genau, also wir haben sowohl über Online-Shop als auch im Markt direkt haben wir unseren Zuschnittservice. Da kann ich beauftragen in verschiedenen Maßen, mir jetzt in dem Fall diese Platte oder auch andere Platten zuschneiden zu lassen und muss dann wenig selbst noch daran machen. Gut, also ein bisschen etwas mehr handwerkliches Geschick ist hier notwendig. Aber das hier, ganz ehrlich, Jörg, das kriegt doch jetzt, ich sag mal, der ganz normale Hobbyhandwerker mit, ich sag mal, IKEA-Kenntnissen kriegt das hin, oder? Also das auf jeden Fall. Gerade wirklich die Bettsysteme, die ja jetzt, wie mehrfach gesagt, auch nur gesteckt sind, das ist wirklich ganz einfach aufzubauen.
Und jetzt zugegebenermaßen, ich war da ja auch ein bisschen an der Entwicklung beteiligt und habe das ein oder andere Bett aufgebaut. Aber das Bett, wie man es jetzt hier sieht, schaffen wir mittlerweile in ungefähr 30 Minuten aufzubauen. 30 Minuten. Ja, ich bin ganz begeistert. Wir sind bei der Hornbach-Zentrale in Bornheim heute am 22. April. Es ist schön kalt. Ja, ich hoffe, ihr... Aber es gibt gleich einen warmen Espresso, denn drinnen, ihr habt was ganz Besonderes, kriegt ihr demnächst ein modulares Powerpack, auch bei Hornbach. Ja, genau. Wir haben einen neuen Lieferanten hier und haben ein Battery Pack von Gold Zero. Gold Zero. So ist das. James Bond lässt grüßen. Gold Zero. Passt natürlich auch perfekt hier in unser Bettsystem rein. Warte, ich mache mal gerade ein bisschen Licht, dass man das sieht. Da ist es. Passt natürlich perfekt wirklich hier rein. Tolles System, kann ich über ein Solarpanel laden, kann ich über 12 Volt laden oder auch über 230 Volt und stellt mir auf der anderen Seite 230 Volt zur Verfügung, 12 Volt oder auch die typischen USB-Anschlüsse zur Verfügung. Kenne ich aus China, muss ich sagen, bestellt man immer so, hat man so ein bisschen ungewisses Gefühl. Jetzt bei Hornbach, das heißt also, wenn das Ding nicht funktionieren sollte, man kann es bei 170 Märkten oder wie viele habt, dann reklamieren, aber ihr habt es getestet, es funktioniert gut? Genau, also da haben wir schon wirklich Vertrauen in die Marke Gold Zero auch, amerikanischer Hersteller. Ich glaube, wir können das hier ganz guten Gewissens verkaufen. Da hängt jetzt eine Kaffeemaschine dran. Ihr habt mir eben Kaffee gemacht, das ist kein Thema, oder? Genau, also jetzt bei dem Modell hier, der hat tatsächlich einen Spannungswandler drin, der bis 2000 Watt geht. In der Spitze sogar bis 3.500 Watt. Okay. Das heißt, da ist die Kaffeemaschine überhaupt kein Problem. Preis von dem Modul, wie es hier steht? Preis kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe, dass wir es in den nächsten 14 Tagen tatsächlich im Webshop haben und dann natürlich auch einen Preis dazu mit ausspielen. So, ich zeige es mal gerade, da vorne ist nämlich 12 Volt dran. Ich komme dann nochmal zu euch. Wahrscheinlich habt ihr mehrere oder mehrere verschiedene? Es gibt verschiedene, genau. Das ist jetzt eine mittlere Größe. Der Yeti 1500 heißt der hier. Den gibt es auch noch in 500, aber auch, ich glaube, bis über 6.000. Also dann kommt er auch tatsächlich auf so einem kleinen Wägelchen und damit sollte ich dann wirklich dauerhaft keine Stromversorgungsprobleme mehr haben. Ja, das ist auch USB-A, USB-C, da ist 12 Volt mit drin, da hast du mehrere Eingänge für die Solarpanels, du hast draußen mal so ein Solarpanel hängen. Genau. Vielleicht noch ganz kurz die Preise von den Möbeln hier, von den beiden und der Name? Das sind Louis und Ferdinand, unsere Küchenmöbel, da vielleicht noch kurz ein bisschen dazu. Also die sind, man sieht das hier ganz gut, die sind hier auch tatsächlich aufgedoppelt, um hier die Möglichkeit zu haben, einen Spülenausschnitt zu machen und hinterher zum Beispiel eine Spüle einzubauen. Wir haben hier noch einen Teil, was wir nicht ganz fertig gebaut haben. Extra, ja, genau. um das mal zu zeigen. Um das eben auch zu zeigen, den Kunden zu zeigen, wie das kommt und was man da alles zu machen hat. Da ist aber alles dabei, da sind die Beschläge dabei, da sind die, ich sag mal, Schließmechanismen. Naja, wie bei unseren Campingmöbeln prinzipiell, also das Zubehör, Beschläge, Verschlüsse etc. muss man extra dazu bestellen, aber im Webshop haben wir alles entsprechend auch an der richtigen Stelle verlinkt. Also man das heißt also, ist es wie im Prinzip, wenn man es bestellt bei Amazon, steht dann drunter und wenn du das brauchst, bitte noch das mitbestellen. Ganz genau so. Okay, verstehe. Wenn du mal gerade das hier aufmachst, auf der linken Seite, dass man es mal sieht, da kann man nämlich wahlweise dann auch noch Auszüge reinmachen. Genau, man kann also hier, da sind jetzt die Beschläge drin. Preis von den Beschlägen ungefähr? Die fangen bei 3 oder 4 Euro an. Also weniger Euro. Weniger Euros, genau. Genau, kann man hier mit diesen Beschlägen machen. Man kann es tatsächlich auch als Schublade machen. Oder hier unten dann eben auch nochmal ein größeres Fach auch nochmal mit den Beschlägen. Okay, toll. So, das Ganze ist auch so, es kommt so, da muss ich jetzt nicht mehr mit der Stichsäge ansägen oder irgendwas, sondern es kommt als Bausatz fix und fertig? Genau, es kommt als Bausatz fix und fertig, passend, entsprechend alles wirklich vorbereitet. Ich muss es zusammenstecken und jetzt wie in dem Fall in den Küchenmöbeln oder das kann man bei uns prinzipiell sagen, alle Möbel, die irgendwie eine Auszugsfunktion haben, die werden auch noch mit verschraubt, dass das wirklich stabil ist und die Betten werden im Normalfall gesteckt, aber immer passgenau und ja, wirklich kinderleicht zusammenzubauen. So, warum wir eigentlich hier sind, ich wollte nämlich zeigen, das hier könnte man jetzt auch in den T6 reinmachen, als Küchenmöbel zum Beispiel. Ganz genau. Also das hier sind im Prinzip zwei Küchenmöbel. Wir haben die nur hier, weil wir Platz haben, zusammengestellt.
Und einmal die kleine Variante, die passt in einem T5, T6 typischerweise zum Beispiel hinter den Fahrersitz. Gerade mal der Name von der kleinen Variante? Der kleine ist Louis. Okay, und das da ist Benedikt. Nee, Ferdinand. Ferdinand, okay. So ist das. Genau, also sowas ist typischerweise ihr T5, T6 hinter dem Fahrersitz zum Beispiel, um das Thema Wasserversorgung, wenn ich eben eine Spüle mit einbaue und unten zwei 10-Liter-Kanister zum Beispiel mit reinstelle, der Platz ist entsprechend dafür vorgesehen. Auch so eine kleine Küchenlösung in einem T5, T6 zu haben. Jörg, toll gemacht. Da auf der rechten Seite ist das Solarpanel. Und das ist jetzt Goal Zero. Zero ist wahrscheinlich der gleiche Hersteller wie ihn. Klar, also das ist im Prinzip ein ganzes System mit den Batterien zusammen. Hier haben wir jetzt ein 100-Watt-Panel, das gibt es in 50 Watt, dann ist es ein bisschen kleiner noch und handlicher. Es gibt auch feste Panels zum Aufstellen, es gibt kleine Panels für die Handys. Also eine komplette Produktreihe wird hier online gehen bei uns. Da werden aber einige ganz schön sauer sein, wenn er da jetzt die Powerpacks hat, da natürlich zu Hornbach-Preisen. Ihr habt euch da ja darum Gedanken gemacht, die Garantie da noch mit dabei, dann sind die auch nur zu bestellen jetzt, die Powerpacks? Da wird es bei den Goal Zero Produkten wird es tatsächlich auch ausgewählte Märkte geben, die schon mal auf Lager haben. Okay, super. Ansonsten auch die jetzt bestellen. So als Online-Lieferant, ich sag mal so, ich bestelle viel bei anderen, muss ich ja fairerweise dazugeben, bei einem ganz, ganz großen. Aber wahrscheinlich das Jahr 2021 und 2020 auch für euch ein tolles Jahr gewesen online, oder? Ja, also Hornbach ist ja eine Aktiengesellschaft, das heißt, wir sind da sowieso zwangsweise relativ offen, was unsere Erfolgszahlen angeht. Und zumindest für die ersten 9 Monate, so viel ist veröffentlicht, können wir nicht verleugnen, dass wir da ganz gut unterwegs waren. Das ist so. Camping auch schwer am Kommen, ist ja klar, die Leute wollen sich vereinzeln, aber es ist ja auch ein Trend dazu. Man erkennt Deutschland auf einmal wieder, ja, das heißt, da sagt, oh, der See ist aber schön, es muss nicht immer die Türkei sein. Ja, genau, also viele machen jetzt auch dieses Jahr mehr, natürlich, weil sie nicht anders können, Urlaub in Deutschland, und da sind unsere Campingmöbel natürlich passend. So, da sieht man es, ja. Ganz, ganz toll. Also wenn ihr wollt, geht in den Webshop auf hornbach.de? Und dann in der Suche Campingboxen eingeben. Und dann finde ich tatsächlich alle Produkte und auch einen tollen Ratgeber dazu. Ja, und seid schnell, denn die Ellen hat mir erzählt, Holzpreise, du machst den Einkauf, gerade für Holz. Du suchst händeringend nach günstigen Hölzern, die werden immer teurer. Holz wird immer teurer und Verfügbarkeit ist aktuell auch relativ schwierig. Ist das wirklich so? Ist tatsächlich so. Man könnte es ja jetzt sagen, ja, wir müssen die Preise ein bisschen anheben, Holz wird teurer und außerdem ist ja Corona. Nee. Ist tatsächlich so am Markt, ist wirklich so. Ja, toll. Ja, vielen Dank euch allen. Also wenn ihr das haben möchtet, Preise von den beiden Schränken nochmal ungefähr? Liegen wir auch bei der eine ein bisschen über 500, der andere ein bisschen unter 500. Ja, aber in der Qualität, mit der Passgenauigkeit, also wer sich ein bisschen auskennt, da kenne ich nur normalerweise solche, ich sag mal, Aufbaudinger extern, die kennst du auch. Die habt ihr euch wahrscheinlich angeschaut, die baut man so zusammen aus Kunststoff. Da darf dann kein Wind kommen, sage ich mal. Die müssen beladen werden, damit es steht, das Ding steht, oder? Ja, also wie bei allen unseren Möbeln legen wir schon auch Wert wirklich auf Stabilität und Dauerhaftigkeit. Und der ein oder andere mag sagen, naja, aber das ist doch dann auch alles schwer und so weiter. Ja, das mag sein, aber wir geben alle Daten auch an den Artikeln mit an. Also es kann jeder vorher auch nachlesen, was da ungefähr auf ihn zukommt. Außerdem ist ja auch in einem Transporter üblicherweise drin. Das heißt, der hat ja Zuladung und es darf ja auch ein bisschen schwerer sein. Also mein T6.1 hat Eiche-Massivausbau, wiegt 120 Kilo mehr. Ja. Aber mein Gott, in Polen, wo er ausgebaut wurde, ist halt Eiche das Mittel der Wahl. Ja. Und da haben die gesagt, naja, 120 Kilo, was soll's. Aber es hält, du haust da drauf. Ja. Und das da, du würdest auch sagen, Multiplex ist wirklich top, oder? Ja, also absolut stabiles Material durch das Kreuzverleimen. Auch im Verzug wirklich minimal. Ja, vielen Dank euch allen, Ellen, Katharina und Jörg, ja, von einmal die Produktentwicklung. Was ist normalerweise deine Aufgabe? Normalerweise kümmere ich mich auch um den Einkauf von Holz. Alles, was irgendwie mit Platten und Holzwerkstoffen zu tun hat.
Rheinland-Pfalz, wir sind in Bornheim bei Hornbach. Ja, und hier ist die Hornbach-Zentrale und Hornbach hat sich was ganz Tolles überlegt. Ja. Ja, normalerweise Baumarkt, viele Markenartikel, gar keine Frage, aber eine Eigenkonstruktion unter dem Namen Buildify. Die steht hier da, eine Marke von Hornbach. Sie haben nämlich Campingmöbel entwickelt, die, wenn man sie so bauen müsste, man schon ganz schön gut mit Holz umgehen müsste. Ja, was ja viele gar nicht können. Zum Beispiel solche runden Kanten irgendwie rausmachen, das ganze Millimeter genau irgendwie fräsen und so weiter und so fort. Und das Ganze ist gar nicht teuer mit Schwerlastauszügen. Es gibt eine ganze Serie und wir haben direkt mal drei tolle Frauen, hätte ich fast gesagt. Nein, ein Mann, zwei Frauen. Du bist die Ellen? Ellen, ja. Hallo Ellen, du bist im Bereich Einkauf. Ich bin im Bereich Einkauf für Holz zuständig. Für Holz. Schwieriges Thema im Moment, gell? Absolut, ja. Holz wird immer knapper, das heißt im Moment am Weltmarkt, es wird teurer? Holz wird deutlich teurer, ja. Ja, das ist so. Hallo Jörg. Hallo. Du hast das Ganze hier so ein kleines bisschen mitverbrochen, oder? Ja, genau. Das ist so ein bisschen auf meinen Mist gewachsen, mein Projekt. Und selber Camper und deswegen kam das als Thema hoch. Ja, Camper heißt was? Du Wohnwagen, Wohnmobil? Einen kleinen Campervan tatsächlich, kleiner, ja. Campervan, ja. Ich fahre ja selber einen T6 mit Ausstelldach. Ist das so ungefähr deine Liga? Ja, genau. Ein VW California. Ja, sehr schön, ja. Du bist sie? Katharina, hi. Katharina, du machst ein duales Studium hier und bist fast fertig? Nee. Ja, nächstes Jahr mache ich meinen Bachelor, genau. Du bist die, über die alle immer fluchen, ja. Die Anleitungen schreibt, ja. Wo denn man denkt, man hat es gut gemacht, ja. Dann kommen dann Leute, ich verstehe es nicht, ja. Ja, so in etwa, genau. Ich betreue das Sortiment Campingbox im Team von New York. Und genau, kümmere mich um alles, um die Darstellung etc. pp. So, ich ziehe mal gerade meinen Weitwinkel ein bisschen auf, dass wir das mal ein bisschen besser sehen, denn es gibt einiges zu sehen hier. Ihr habt ein paar Fahrzeuge zusammengestellt. Ich gucke mal gerade hier vorne drauf, was das ist. Sieht aus wie Fiat Ducato. Ja, ist ein Fiat Ducato, könnte aber dann natürlich auch der Jumper sein, der baugleiche und so weiter. Dann haben wir natürlich hier steht ein VW, und aber nicht den werden wir uns jetzt mal angucken, sondern einen anderen. Der steht hier vorne, den haben wir uns mal ausgeliehen. Jörg, was ist das für ein VW? Einer von Hornbach? Das ist ein VW T61, den uns unser Partner Rittersbacher zur Verfügung gestellt hat und mit dem wir uns ein bisschen in den Märkten tummeln und den Ausbau zeigen. Den Ausbau zeigen. Das heißt, ihr macht so Roadshows. Das Schlimme ist dabei, man kann es im Markt gar nicht kaufen. Man kann es nur online bestellen. So ist es. Also die ganzen Möbelteile sind nur online bestellbar, werden dafür kostenlos nach Hause geschickt. Wenn das mit den Paketdiensten und Speditionen klappt, ist es innerhalb von 5 Tagen normalerweise auch da. So, den werden wir euch auch mal intensiv zeigen gleich. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Gibt ein eigenes Video. Ellen, das ist dein Schmuckstück. Ja, das ist mein Defender. Er steht jetzt nicht hier da, damit wir sagen können, du fährst einen tollen Land Rover, sondern auch du hast einen Einbau. Absolut, ja. Sehr schön. Gucken wir mal ganz kurz. Ist er schon drin? Ja, ist schon drin. Wir werden einmal nur kurz reinschauen. Auch den werden wir intensiver vorstellen. Und ja, das Ganze, wenn du das selber bauen müsstest, man müsste schon Ahnung haben vom Holzbau, oder? Absolut, ja. Also da sind schon etliche Teile, auch das CNC-Gefräste, das kann man ja so im Hausgebrauch nicht mit der Stichsäge so einfach aussägen. Hast du keine CNC-Fräse zu Hause? Nein. Keine Oberfräse mal so nebenbei im Keller? Nein. Nichts dergleichen, nein. Das ist so. So, komm, wir gehen mal zu dem anderen hin, denn ihr helft uns jetzt mal so ein kleines bisschen aus. Hornbach, relativ großes Unternehmen, muss man schon sagen. Ihr habt wie viele Märkte ungefähr? Wir haben in Europa 160 Märkte, in Deutschland knapp 100. Okay. Und gehören da zu den Top 3 Baumärkten in Deutschland, ja. Ja, ihr seid unglaublich nahbar. Das heißt also, man denkt ja immer so in so einem Baumarkt, da sind irgendwelche Investoren aus Amerika, die man nie sieht. Aber nein, ihr seid ein pfälzisches Unternehmen. Pfälzisches Familienunternehmen sogar, genau. Also die Familie Hornbach steht da noch im Hintergrund und hat die Zügel in der Hand. Sehr schön. Das heißt, hier kennt jeder jeden? Nee, das geht auch nicht mehr, oder? Nein, inzwischen sind wir doch schon sehr groß. Wir haben weit über 20.000 Mitarbeiter. Also ob noch jeder jeden kennt, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem alles familiär geblieben. So, ich schaue mal ganz kurz rein. Das Wichtigste ist ja, ich sag mal, dass man relativ preisgünstig professionelles Material kriegt. Das war eure Aufgabe. Das Ganze ist jetzt noch unbehandelt, Jörg, oder? Das Ganze ist unbehandelt, ist von uns auch absichtlich unbehandelt. Wer möchte, kann das so lassen. Wer lieber Farbe hat, kann natürlich dann auch ölen, lackieren, was auch immer die Vorliebe ist. So, die rennen euch wirklich die Bude ein. Das heißt, ihr habt erzählt, die Presse hat sehr positiv aufgenommen. Wir haben sehr viele Presserückmeldungen, die durchaus positiv sind. Wir haben sehr viele Kunden, die kaufen. Also wir sind tatsächlich positiv überrascht und haben Schwierigkeiten,
mit der Produktion, weil tatsächlich wir es so gut verkaufen. Ich sage immer, schaff mir das Problem, dann schaffe ich die Lösung. Das ist so, das ist jetzt im Moment noch Birke. Das ist Birke Multiplex, genau. 15 mm durchgehend stark. Bringt uns natürlich in der Fertigung Vorteile, wenn wir das alles mit einer Stärke machen. Und auch deswegen können wir die Preise so realisieren, wie wir sie haben. Super stabil. Wir haben es bis 250 Kilo belastet, die Betten. Also das funktioniert problemlos und ist natürlich auch ein schönes Holz, hat eine tolle Optik, eine tolle Oberfläche. Wie gesagt, man kann es behandeln, aber muss es eigentlich gar nicht, weil es entsprechend hart auch ist von der Oberfläche. Nee, kennst du nicht. Das ist einer der meistverkauften Grills, einer der meistkopierten Grills. Ja, ich glaube, alle Chinesen dieser Welt haben ihn schon einmal kopiert. Das ist das Original. Ja, genau. Auch bei uns im Sortiment, klar. So ein bisschen was haben wir ja auch außenrum noch mit ins Sortiment aufgenommen. Also um eben nicht nur die Campingboxen zu haben. Das fängt mit dem Grill an. Natürlich ein paar Leuchten. Oder was mich besonders freut, dass wir jetzt auch die Stromversorgung machen können, dass wir von Goal Zero die Produkte demnächst im Sortiment haben und tatsächlich problemlos die Stromversorgung im Camper herstellen können, ohne im Fahrzeug irgendwas machen zu müssen. Ja, der Campingtrend geht natürlich nicht spurlos an euch vorbei. Ihr seid jetzt kein Fahrzeughersteller, aber Buildify hat sich dann auf die Fahne geschrieben, das möglichst preiswert zu machen. Über was reden wir denn hier, wenn ich hier den Ausbau sehe? Also die Betten fangen an bei etwas über 400 Euro zurzeit noch. Ellen hat es eben schon angedeutet. Leider sind die Holzpreise stark in der Entwicklung. Wir hoffen, dass wir die Preise halten können und sind da wirklich am Arbeiten im Hintergrund. Also es fängt bei 400 an, die teuersten sind knapp unter 600, die Bausätze. Ein bisschen Zubehör kommt dann eben noch dazu. Komplett? Komplett. Also komplett im Sinne von die Holzbausätze und wie gesagt ein bisschen Zubehör, wie in dem Fall jetzt so ein Schwerlastauszug kommt zum Beispiel noch dazu. Okay, das kommt dazu. Ist aber so, dass das jemand, der so ein bisschen handwerkliche Kenntnisse hat, der hat die Möglichkeit, das zusammenzukriegen? Absolut. Also das kann wirklich jeder zusammenbauen und mit der passenden Aufbauanleitung geht das ganz einfach. Das ist so Werkzeug, was braucht man? Man braucht einen Gummihammer, am besten in weiß und dann braucht man noch einen Akkubohrer. Warum weiß? Naja, wenn man da drauf haut und es ist schwarz, dann kann es streamen. Das steht aber alles in deiner Anleitung, hast du reingeschrieben? Das steht alles in meiner Anleitung drin, ja. So, du kennst ja gut aus. Was ist das, was wir gerade sehen? Das ist unser Multifunktionssystem Nelly. Hat einen Ausbau, ein Ausziehregal. Genau. Und vorne zwei Klappelemente. So, das schauen wir uns jetzt mal genau an. Das ist jetzt der Einbau für den Fiat Ducato. Jetzt darf das Ganze ja nicht abkippen, wenn es beladen ist. Genau. Da hast du welchen Hinweis? Dass es festgemacht wird. Genau, erstens, dass es festgemacht wird. Das kommt dann immer drauf an, welches Auto und natürlich auch wie. Genau, und sofern der ganze Korpus im Fahrzeug verankert ist und man nur die Schublade rauszieht, sollte das kein Problem im Abkippen geben. So, jetzt habt ihr euch was überlegt. Das heißt, beim Rausziehen kann ich hier auch grillen. Das war ja so die, ich sag mal, Voraussetzung. Innen drin, die Box soll ja auch von innen zugänglich sein, wenn das Fahrzeug zu ist. Auch da habt ihr eine Lösung gleich. Wenn du mir mal gerade mal zeigst, wie die Box aufgebaut ist von innen, mal vielleicht mal da oben jetzt den Deckel abnimmst. Ja, gerne. Das passt alles, gell? Genau. Ja, passt alles. Das ist auch so, wenn man das ausprobiert. Das heißt, es muss niemand nacharbeiten, nochmal so mit Schleifpapier oder so? Nein, also deswegen ist das CNC gefräst. Das ist wirklich alles sehr genau gefräst. Und wir schwanken da zwar immer so ein bisschen hin und her zwischen alles sehr eng, die Passung gemacht, und doch ein bisschen großzügiger, tendieren aber eher dazu, das tatsächlich auch mit engen Passungen zu machen, um Geklepper während der Fahrt auch zu vermeiden. Genau, ansonsten fängt es an zu klappern. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn das Auto offen ist. Ja, wenn du nochmal zumachst gerade und dann mal reinfährst, dass man mal sieht, wie leichtgängig das ist. Natürlich Schwerlastschienen, das funktioniert. Und zur Not kann man ja immer noch ein bisschen was wegnehmen am Material, wenn es ja nicht geht, aber es passt. Deswegen ist es ja eben auch Holz. Also die Bauteile sind ja auch wirklich universell gemacht für die Autos. Du hast eben schon gesagt, wir haben hier den Ducato und den T6 und auch einen Defender. Aber die Bauteile sind tatsächlich universell und sollte mal irgendwas irgendwo an einem Eck nicht passen, dann hat das Holz natürlich auch den Vorteil, dass ich tatsächlich noch mal ein klitzekleines bisschen an mein Fahrzeug anpassen kann. Das ist so. Wir gehen mal ganz kurz rein. Das Schöne ist, das ist gleichzeitig eine Bank, habe ich jetzt mal festgestellt. Das heißt, da kann man sich hinsetzen. Was ist das? Ellen, wenn du vielleicht mal gerade mal zeigst, wie toll man darauf sitzt. Es funktioniert. Das heißt, die Sitzhöhe ist auch perfekt. Ja, ist wirklich gut. Ist gut. Ja.
Cool. Du bist jetzt eine große Frau. Wie groß bist du? Ich bin 1,78. 1,78. Also ein großes Modell einer Frau, die da ist. Ja. Stehhöhe geht hier am Ducato. Das ist okay. Ist jetzt so, du hast dich ja für eine Version entschieden, die ein bisschen kompakter ist wie so ein Ducato, ja? Du kommst doch überall durch. Das heißt, du bist auch wirklich im Gelände unterwegs? Teilweise. Also ich bin primär auf irgendwelchen Campingplätzen. Okay. Aber jetzt nicht so hardcore im Gelände unterwegs. Okay, super. Wenn du mal gerade da jetzt mal aufmachst, sei mal so lieb, dass wir oben mal reingucken können. Das heißt, das müsste jetzt zu öffnen sein, oder? Ja, absolut. Geht ganz einfach. Wir haben einmal eine obere Verkleidung und dann natürlich die innere, dass man auch wenn die Tür zu ist, an seine Sachen drankommt. Super. Und wenn du da nochmal das nächste aufmachst, auch da klappt's. Jawohl. Toll, das wäre denn die Box praktisch geöffnet. Ich meine, das sieht so einfach aus, aber ich nehme mal an, das ist schon Entwicklungsarbeit, wenn du da dabei bist. Ja, ihr müsst das ja ausprobieren. Das Ganze muss ja dann auch in der Praxis funktionieren. Ja, absolut. Also das Sortiment macht wirklich Spaß und bin mit dem Herzen dabei. Das ist so. Ja, das Schöne ist dabei, es ist kein leichtes Material. Das heißt, also man hat wirklich gute Qualität. Absolut, ja. Es ist sehr robust und natürlich auch fest und auch schwer, aber auf jeden Fall handelbar. So, ihr plant eventuell, das Ganze im Pappel zu machen, also etwas leichter? Ja, also das ist natürlich schon immer ein Punkt im Camper, auch das Thema Gewicht. Wir denken drüber nach oder wir machen Fertigungsversuche mit der Pappel zurzeit. Die Pappel hat den Vorteil, dass sie deutlich leichter ist, hat dafür aber auch andere Nachteile gegenüber dem Birke Multiplex. Ja, wir sind da noch nicht wirklich zum Schluss gekommen. Okay, aber das ist jetzt sehr, sehr robust. Ungefähr das Gewicht, was du jetzt in der Hand hältst, was denkst du? Ja, schon. Anderthalb. Anderthalb Kilo. Ja. Sehr schön. Ja, dann ist natürlich der Schrank mit dabei. Der darf ja nicht fehlen. Gerade Frauen auf dem Campingplatz. Ihr habt wahrscheinlich alles dabei, um euch schick zu machen abends für die Oper, oder? Nee. Das Nötigste. So, da ist jetzt zum Beispiel, könnte man da jetzt Waschutensilien reinmachen und so weiter und so fort. Also da ist jetzt jedem das frei überlassen. Ja, primär, also in dem Fall primär Küchenutensilien. Da würde ich jetzt vielleicht den Kocher verstauen, irgendwelche Nahrungsmittel. Obendrauf kann die Kaffeemaschine sein. Tipp jetzt für die Behandlung, was würdest du sagen, wachsen oder? Wachsen zum Beispiel oder auch ölen funktioniert ganz gut, hauptsächlich um eben so die Alltagsflecken, die entstehen. Ne? Also wenn der Kaffee mal ein bisschen tropft oder die Fettfinger irgendwie von den Kindern da sind, um das zu vermeiden. Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut mit Wachs oder Öl. So, dann ist unten drunter noch eine Box, wenn du die mal gerade aufmachst. Dann gucken wir uns gleich mal die Beschläge an. Da habt ihr nicht gespart, oder? Ja, also Der Ansatz ist natürlich nicht nur im Holz das Ganze stabil zu machen, sondern tatsächlich auch alle anderen Komponenten stabil zu machen, weil das soll ja auch ein ganzes Weilchen im Camper dann aushalten. Ja, das Schöne ist ja, das Multiplex-Material braucht ihr keine Angst zu haben vor Ikea, die ja alles mit Waben und was weiß ich alles machen. Das hier ist wirklich volles Material und sehr haltbar, echtes Material. Das ist nicht irgendwas zusammengepresst. Nein, das ist tatsächlich, also Birke Multiplex wird aus Birkenholz aus geschälten Birkenfurnieren zusammenverleimt und durch diese Kreuzverleimung gibt es entsprechende Stabilität und verringert deutlich den Verzug. Also denn hier haben wir eben auch den Vorteil, dass Material dauerhaft gerade bleibt. Ah, das stimmt, ja. Wenn das nämlich zusammen gemultiplext ist, quasi, das arbeitet dann nicht mehr, oder? Das arbeitet dann kaum noch, ja. Kaum noch. So, jetzt das Wichtigste für alle. Man will ja irgendwann mal da mal entsprechend zu Bett gehen. Da habt ihr euch auch was überlegt? Genau. Wir haben eine Bettlösung, in dem Fall jetzt, ich nehme das einfach mal weg, dass man das ein bisschen besser sieht. Passende Matratzen übrigens, eben auch für alle Bettlösungen. Wir haben Bettlösungen, in dem Fall jetzt ein Längsbett, eines unserer Modelle. Ein Längsbett, das deutschen liebstes Kind, das Längsbett. Das Querbett kommt gleich noch dazu, deswegen. Hier jetzt tatsächlich so, dass es im Prinzip nur Holzverbindungen gibt. Also es sind lediglich die Klappenscharniere noch angeschraubt, der Rest sind tatsächlich Holzverbindungen. Und machen wir hier gerade zu, dass wir ein bisschen Platz haben. Und kann das dann relativ einfach ausziehen und bekommen eine etwas breitere Liegefläche, auf die dann auch die Matratze wiederum passt. Und kann somit eben, ja, meine Nacht hier drauf verbringen. Jetzt hier im Ducato haben wir eben genügend Platz, weil das Auto entsprechend groß ist, tatsächlich zwei baugleiche Modelle. Achso, du kannst denn auch noch zusammenschieben, wenn du jetzt eine Family hast und das Kind in der Mitte ist zum Beispiel? Ja. Genau, also wir können das jetzt einfach hier zum Zusammenschieben und haben es tatsächlich hier im Ducato mit dem, wie gesagt, relativ großen Auto geschafft, eine komplette Liegefläche damit zu bauen.
Das ist ja hier in der Mitte ein kleines Loch. Das ist nicht so schlimm? Nein, also da waren wir tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen besorgt, ob das ein Problem ist. Ja. Aber tatsächlich mit den Matratzen, die sind 8 cm stark bei uns, die man dazu kaufen kann, ist es kein Problem. Also selbst bei mir funktioniert das. Das sind jetzt hier spezielle Matratzen, die haben jetzt in der Mitte so einen kleinen Knick mit drin. Genau. Preis von den Matratzen ungefähr? Die Matratzen liegen ungefähr bei 300 Euro plus minus, je nachdem für welches Bettmodell sie eben gemacht sind. Sind die gut? Natürlich sind die gut. Natürlich. Ja gut, ich meine, da scheinen sich ja so ein bisschen die Geister. Also die Matratzen, ich sag mal, ich habe jetzt gute Matratzen, nicht jeder findet ja dann immer seine Matratze. Man könnte ja auch einen Topper noch oben drauf legen für so ganz, ja. Könnte man machen, es ist immer, also ich würde jetzt keinen Topper benötigen, weil wie Jörg schon sagt, sind die halt tatsächlich in der Materialdicke schon sehr stark, aber kann man natürlich beliebig sich noch zusätzlich Topper oder whatever kaufen. Bettenmaß jetzt hier? Bettenmaß, jetzt im, die Version ist 1,90 lang und ist knapp einen Meter breit. Das gibt es auch nochmal in 1,80 lang, passt dann wahrscheinlich besser in einen VW-Bus oder so einen Renault Trafic rein. Die Breite bleibt immer gleich. Und wir haben nochmal eine Längsbettversion, die haben wir leider nicht hier zum Zeigen. Die lässt sich asymmetrisch ausziehen, die lässt sich sogar noch bis 1,10 Meter ausziehen. Das Ganze ist universell, das bedeutet, dadurch, dass das ja in der Mitte so zusammengeht, passt das ja für ganz viele Anwendungen, oder? Ja, also ich kann das wie gesagt in ganz viele Autos reinbauen. Dadurch, dass wir relativ weit unten bleiben, haben wir meistens auch mit der Wölbung von der Fahrzeugwand kein Problem und haben hier natürlich mit den Betten den ganz tollen Effekt, dass wir die Radkästen ziemlich einfach überdecken und so ein Ausbauproblem, was es ja sonst gibt, irgendwas um den Radkasten rumzumachen, natürlich relativ elegant gelöst ist und ich habe trotzdem noch Stauraum drunter. So, wir haben zwei starke Frauen dabei, Emanzipation. Ihr dürft jetzt mal das rausheben. Denn ich will dir nur mal zeigen, gleich mal, wie toll und mit wie viel Liebe ihr das hier rausgefräst habt mit CNC. Jetzt kein Witz, es muss ja nicht immer irgendwie verschraubt sein oder irgendwas. Ist es sehr schwer? Es ist sehr leicht. Sehr leicht. Also kann man locker als Frau heben. Und als Mann. Auch. Ja. So, ich zeige es mal gerade. Ungefähr das Gewicht, was denkt ihr? 20 Kilo vielleicht. 20 Kilo. Das heißt, jeder hat 10 Kilo dann auf der Seite. Und ja, als du das denn geschrieben hast, das Ganze wird ja zusammengesteckt nur jetzt hier oder wie funktioniert das? Genau, ja. Also an sich durch die CNC-Fräsungen wird hier eigentlich alles nur gesteckt. Man braucht fast gar nichts. Und ja, außer jetzt vielleicht für hier unten natürlich dann die Klappen, ein Möbelschloss und Scharniere und das war's schon. Das Tolle ist, es ist unglaublich nachhaltig, weil es universell in vielen Fahrzeugen eingesetzt werden könnte, oder? Ja, genau. Also man sieht zwar hinten so einen Ausschnitt, der die Kontur vom Fahrzeug nachbildet. Das kann aber eben ein Fahrzeug sein wie ein Ducato, das kann ein Renault sein, das kann ein VW sein. Das Schöne ist an den Modellen, man sieht es ja hier im Ducato schon ganz gut, wir haben das einmal rechtsrum und einmal linksrum aufgebaut. Also man muss sich keine Gedanken machen, wenn man den Bausatz bestellt, wo möchte ich das genau hinstellen, sondern ich kann es einfach auch seitenverkehrt aufbauen. Toll, also hier sieht man, ihr habt eigentlich nur ein paar entsprechende Hölzer reingeschraubt, Kanthölzer zur Halterung, das langt auch schon. Wer will, kann es auch richtig festmachen? Ja, also da sollte man natürlich schon drauf achten. Das ist jetzt bei uns tatsächlich fürs Ausstellungsfahrzeug. Die Campingboxen gelten als Ladung und da ist eben auch jeder Fahrer und jeder Halter dafür verantwortlich, dass die Ladung während der Fahrt ordentlich gesichert ist. Nur sind die Varianten, die Autos bieten, so unterschiedlich, dass wir uns da natürlich auch schwer tun, Empfehlungen zu geben. Jetzt muss man sagen, das ist jetzt kein professioneller Ausbau, es ist eigentlich nur ein Dummy, wenn das irgendeiner sieht und hat gesagt, das habt ihr aber nicht so gut gemacht, da ist jetzt keine Dämmung drauf und so weiter. Da geht es gar nicht drum. Da geht es überhaupt nicht drum, genau. Also das ist tatsächlich nur der Dummy, um zu zeigen, wie kann man die Möbel reinstellen. Wenn wir noch ein bisschen Zeit finden nebenbei, wenn wir den auch noch ein bisschen hübsch machen wollen. Die müssen euch die Bude einrennen. Das heißt Vollholz, Multiplex, die Beschläge mit dabei, alles komplett für etwas über 500, sagtest du? Ja, genau. Also die Campingboxen an sich liegen zwischen knapp unter 400 bis knapp unter 600 Euro. Und dann kommen, wie gesagt, Beschläge oder Auszüge dazu. Aber in Summe sind wir, und so wie wir den Markt uns vorher angeschaut haben, hier wirklich
deutlich günstiger als vergleichbare Produkte unterwegs. Ihr lasst sie natürlich alle in China fräsen, oder? Nein, in der Tat nicht. Also die Schreinerei, die uns hier beliefert, ist im Süden von Deutschland. Made in Germany? Ja, also zumindest das Fräsen. Also das Holz kommt nicht aus Deutschland. Birkensperrholz kommt im Normalfall nicht aus Deutschland. Okay. Aber wie bei uns üblich, natürlich immer FSC-zertifiziert. Okay, das heißt, da sind jetzt keine Lösungsmittel irgendwie drin, die mich belasten oder irgendwas, das riecht doch ordentlich. Genau, also wenn man das neu aufbaut und dann wird man natürlich was riechen und das ist der typische Birkengeruch. Oh, das ist aber schlimm. Oh, es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres und wie immer Geschmackssache, aber ich denke, wer sich für Holz als Ausbau entscheidet, der wird sich auch über den Geruch freuen. So, jetzt habt ihr euch noch auf die Idee gemacht, das gibt es ja so in den Baumärkten nicht zu kaufen. Ihr liefert das kostenlos nach Hause. Das ist ja nicht ganz billig, weil es hat ja doch Gewicht, oder? Aber ich sag mal, das Ganze ist doch relativ günstig. Wenn du mal so guckst, was so am Markt ist in der Qualität, da könntest du locker mal so 2.000, 3.000 Euro für hinlegen, oder? Ja, ist schwer vergleichbar. Also primäre Hersteller oder Händler am Markt sind deutlich teurer. Das ist so. Vielleicht ein anderes System kann man nicht so direkt vergleichen, aber vielen langt das ja, oder? Vielen reicht es, absolut. Ja, toll. Hier vorne sieht man noch ein bisschen mehr. Wir haben noch viele andere Fahrzeuge, ihr habt verschiedene Farben, die jetzt da sind. Da können wir gleich mal drüber reden. Das ist jetzt der Ducato-Ausbau. Wenn ich das jetzt hier sehe in Weiß und will es in Weiß haben, gibt es das auch? Ja, also das sind unsere neuesten Modelle. Können wir auch gleich nochmal ein bisschen umbauen und das im Ducato dann zeigen. Ja. Das sind tatsächlich Modelle, die wir primär als Küche vorsehen, die dann auch so gemacht sind, dass man oben einen Ausschnitt reinmachen kann für eine Spüle und einen Wasserhahn. Wie man sieht, das sieht noch alles ein bisschen mehr nach Prototyp aus. Können wir aber gleich nochmal im Auto dann auch richtig zeigen. Ja, bitteschön. Wenn wir da sind, wir bauen mal ganz kurz um, dass wir das mal machen. Was ich toll finde, das Schwarze und das Weiße, das kommt mir persönlich jetzt ein bisschen mehr entgegen, muss ich sagen. Gefällt mir auch gut. Das sieht so ein bisschen aus wie so praktisch Rigging-Material aus dem PPA-Bereich, Band-Bereich und so. Ja, absolut. Schön. Gefällt mir auch gut, ja. Und dann natürlich die Box unten drunter, die ist nicht dabei, oder? Die ist nicht dabei, ist aber auch bei uns erhältlich. Die habt ihr auch? Natürlich, ja. Boah, ihr seid ja jetzt voll der Campingangreifer, ja, wenn man das so sieht. Aber ich sag mal, die Schmalzarbeit für das Entwickeln von den Stücken und so weiter, da habt ihr Spezialisten dabei gemacht mit CNC-Programmen und so? Genau, also das wäre gelogen, wenn das alles auf unseren eigenen Mist gewachsen wäre. Also da sind wir dann doch noch mehr Baumarkt als Entwickler. Aber haben uns da natürlich schon auch mit den Entwicklern zusammen Gedanken gemacht und unsere Erfahrungen, was Kunden angeht, mit eingebracht. Ja, dann werden wir das mal umbauen. Das zeigen wir dann gleich mal in Verbindung mit einem anderen Fahrzeug, was wir dann zeigen. Das ist der Ducato-Umbau. Auf der Webseite hornbach.de findet man es. Genau, hornbach.de und in der Suche Campingboxen eingeben. Und dann findet man zum einen die Produkte, aber auch eine ganz tolle ausführliche Seite, mit Ratgebern und Infos, was man alles machen kann, machen möchte und beachten sollte. Ja, Made in Germany. Vielen Dank, Ellen. Gerne. Vielen Dank. Gerne. Dein Name nochmal? Katharina. Ich habe jetzt die ganzen Namen, die habe ich jetzt auch gefragt. Gut. Ich bin so unglaublich schlecht im Namen behalten. Vielen Dank, Katharina. Du machst duales Studium? Genau, ja, bei Hornbach. Was ungefähr ist das später auf deinem Bachelor? Was steht da? Bachelor of Science? Na, ich studiere BWL Handel, okay. Und bin nächstes Jahr dann fertig. Okay, super. Ja, und du hast da tatkräftige Unterstützung. Wie bist du auf die Idee gekommen? Naja, also wie vorhin schon gesagt, selbst Camper mit dem Campervan unterwegs. Und wir hatten das vor 2 Jahren schon mal so ein bisschen auf der Uhr. Und aber wie auch schon mehrfach angesprochen, wir sind nicht der Fahrzeugausbauer. Und hatten dann jetzt im letzten Jahr, als das mit Corona und Lockdown irgendwie angefangen hat, uns dann doch dafür entschieden, da ein bisschen mehr Gas zu geben und haben ja mittlerweile 15 Produkte online. Abonniert den Kanal, um täglich mit den neuesten Wohnmobil- und Technik-Videos versorgt zu werden.